Dann statten wir dem guten Jarl von Weißlauf mal einen Besuch ab. Ist auch besser, weil es ganz kalt hier draußen. Willkommen zurück zu Skyrim in der Anniversary Edition mit dem Überlebensmodus. Nee, warte mal, hier war nicht der Jarl. Nein, du kennst mich nicht. Wo ist denn der Jarl? Da oben ist der Jarl. Da sitzt er. Und da holen wir uns erstmal die Belohnung ab. Hoffe ich. Drachenfeste, genau. Ich will da rein. Achso, jetzt kann ich, okay. Guten Tag, guten Tag. Ich gehöre hierher. Oh, erstmal aufwärmen. Was soll diese Unterbrechung? Nix, ich wärme mich auf. Ich wärme mich auf. Ich habe Nachricht von Helgen über den Drachenangriff. Gerdo hat mich geschickt, Flusswald ist in Gefahr. Stimmt beides? Was nehmen wir mal das Erste? Das erklärt, warum die Wachen euch hineingelassen haben. Kommt, der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Da waren gar keine Wachen. So, ich glaube, ich bin aufgewärmt. Habe ich schon wieder Hunger? Die Ausdauer geht schon wieder runter. Sag mal, wie verfressen bin ich denn bitte? Ihr wart also in Helgen. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen? Ja, war eine tolle Aussicht. Wirklich? Ihr sprecht ja recht offen über eure kriminelle Vergangenheit. Moment. Aber es geht mich nichts an, wen die Kaiserlichen hinrichten wollen. Insbesondere jetzt. Was ich wissen will, ist, was genau ist in Helgen passiert? Da ist halt der Drache gekommen und hat uns angegriffen. Bei Ismir. Irelit hatte recht. Na, was sagt ihr dazu, Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen? Mein Herr, wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr. Wenn dieser Drache sich in den Bergen herumtreibt. Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfriks Seite schlagen und ihn angreifen werden. Wir sollten nicht. Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Irilet, schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Bitte entschuldigt mich. Ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Das wäre wohl das Beste. Der ist jetzt eingeschnappt. Gut gemacht. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Weißlauf einen Dienst erwiesen. Und das werde ich euch nicht vergessen. Hier, bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Kommt. Begeben wir uns zu Faringar, meinem Hofzauberer. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesen Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten. Ja, machen wir. Den Quest haben wir zum Glück, glaube ich, schon abgeschlossen. Das war nämlich dieser Drachenstein, den ich bei dem Endgegner im Ödstur-Zügelgrab gefunden habe. Das wusste ich aber auch schon. Daran konnte ich mich noch erinnern. Sprich, das können wir jetzt hier dem Magier in die Hand drücken, den Drachenstein, und haben den Quest gleich abgeschlossen. Hoffe ich. Faringar, ich glaube, ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Drachenprojekt helfen will. Will das haben? Nur zu. Weiht ihn in alle Einzelheiten ein. Der Jarl glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein? Aber natürlich, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Und mit besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist. Doch, doch, die ist da. In Ordnung, wohin soll ich gehen und was soll ich holen? Ihr kommt gleich zur Sache, was? Keine Fragen nach dem Wie oder dem Was. Das gefällt mir. Sollen sich eure Auftraggeber mit den Einzelheiten plagen, was? Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ödstur-Zügelgrab liegen soll. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ödsturz-Hügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Zufällig diese Tafel hier. Ah, der Drachenstein aus dem Ödsturz-Hügelgrab.
Ihr habt ihn schon gefunden. Ja. Ihr seid wirklich aus einem anderen Holz geschnitzt als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. So, was ist... Genau, her mit meiner Belohnung. Das müsst ihr mit dem Jarl klären. Boah. Oder mit seinem Vogt, Aveniki. Einer von beiden wird euch sicher angemessen belohnen. Wie, das war alles? Was hast du noch so zu... Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Okay, was hat er zu verkaufen? Erstmal Waffen und Rüstung verzaubern? Ein Schüler der Kunst. Ihr müsst anfangen, indem ihr eine Verzauberung erlernt. Nehmt eine verzauberte Waffe oder ein verzaubertes Rüstungsteil, dann nutzt den arkanen Verzauberer, um deren Geheimnis zu lernen. Der Gegenstand wird dabei zerstört, also seid vorsichtig. Sobald ihr eine Verzauberung kennt, braucht ihr einen gefüllten Seelenstein und etwas, was ihr verzaubern könnt. Auch dafür benutzt ihr den arkanen Verzauberer. Natürlich, ich habe alles im Angebot, was ihr braucht, wenn ihr das Geld dafür habt. Ja, also wir müssten erstmal Sachen entzaubern, damit wir Sachen verzaubern können. Jetzt habe ich alles verkauft, was irgendwie magisch war, aber das ist jetzt erstmal okay. Seid ihr der einzige Zauberer in Weißlauf? Wo fahre ich mehr über Magie? Seid ihr Drachen begegnet? Leider nicht. Meine Arbeit lässt mir kaum eine Gelegenheit für derartige Abenteuer. Vielleicht bringt ja eines Tages ein Held einen Drachen nach Drachenfeste, wie es einst Olaf Einauge tat. Das wäre absolut faszinierend. Seid ihr dem Kaiser verfolgt? Okay, den Rest können wir, glaube ich, erstmal... Na, das hier vielleicht noch? Ich will es einfach ausdrücken, damit ihr es auch versteht. Hä? Ich berate den Jarl in magischen Dingen. Wenn das Fürstentum einer magischen Bedrohung ausgesetzt ist, ruft man mich, um den Sachverhalt zu erklären und das bestmögliche Vorgehen zu empfehlen. Hoffentlich sind eure Fragen hiermit beantwortet. Lebt wohl. Tharengar, ihr müsst sofort kommen. Ein Drache ist ganz in der Nähe gesichtet worden. Nein, ein Drache. Hochkommen. Ein Drache, wie spannend. Wie spannend. Was hat er getan? Warte mal, was ist das denn hier? Ich an eurer Stelle würde das ein wenig ernster nehmen. Wenn ein Drache Weißlauf angreift... Bin gleich fertig. Okay, hier haben wir ein Alchemielabor und einen Arkanenverzauberer. Das sollten wir uns vielleicht merken. So, jetzt gehen wir noch zum Jarl. Erzählen ihm, dass wir dem Zauberer zu Diensten gewesen sind. Wo? Achso, wir sollen ja hier hochgehen. Alles klar. Erelet hat mir erzählt, ihr kommt vom westlichen Wachturm. Ja, mein Herr. Sagt ihm, was ihr mir gesagt habt über den Drachen. Nun, das ist wahr. Wir haben ihn aus Richtung Süden kommen sehen. Er war so schnell, schneller als alles, was ich je zuvor gesehen habe. Was macht er? Greift er den Wachturm an? Nein, mein Fürst. Er kreiste nur in der Luft, als ich floh. Noch nie in meinem Leben bin ich so schnell gerannt. Ich war mir sicher, dass er mich verfolgen würde. Gute Arbeit, Sohn. Wir erledigen den Rest. Geht doch runter zur Kaserne, um etwas zu essen und euch auszuruhen. Ihr habt es euch verdient. Irilet, ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. Ich habe meinen Männern schon befohlen, sich beim Haupttor zu sammeln. Gut, enttäuscht mich nicht. Wir haben keine Zeit für Formalitäten. Ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Ich möchte, dass ihr Irilet begleitet und ihr helft, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Ihr habt Helgen überlebt. Das heißt, ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Aber ich habe nicht vergessen, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, indem ihr Tharengar den Drachenstein besorgt habt. Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aveniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu erwerben. Und bitte nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer entgegen. Ich sollte mitkommen. Ich würde diesen Drachen nur zu gerne sehen. Nein. Ich kann es mir nicht leisten, euch beide zu verlieren. Ich möchte, dass ihr hier bleibt und darüber nachdenkt, wie wir diese Stadt gegen die Drachen verteidigen können. Wie ihr befehlt. Noch etwas. Okay. Das ist kein Himmelfahrtskommando. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Keine Sorge, mein Herr. Ich bin die Vorsicht selbst. Und das sagt eine Kriegerin. Ich beneide euch um die Gelegenheit. Nein, hört mich zuzutexten. Irilet, was hast du denn? Wir treffen uns beim Wachturm, sobald sich die restlichen Männer gesammelt haben.
Alles klar. Okay. Wachturm treffen, Drachen vermöbeln und aber erstmal, glaube ich, was essen. Weil wir pfeifen schon wieder essenstechnisch aus dem letzten Loch. Altowein, Käseecke, gekochter Wels. Und wie geht's mir gut? Fühlst dich satter? Mein Magen ist gefüllt. Ich bin jetzt satt. So, da ist die Ausdauer auch wieder oben. Der Gesundheitszustand geht noch so. Wollen wir das gleich machen? Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Wie ist denn mein Erfahrungsstand? Eigentlich müsste der schon wieder... Ist der ganz voll oder ist der nicht ganz voll? Der sieht aus, als wäre er ganz voll. Also eigentlich könnte ich noch mal eine Stunde ausruhen. Und dann müsste ich noch mal aufsteigen dürfen. Bevor wir uns mit dem Drachen anlegen. Da reicht ja, glaube ich, ein Stündchen schlafen. Wo geht's denn runter hier? Da. Ist die Frage, wo kann ich mich jetzt ausruhen? Wo ist denn hier das Gasthaus? Das ist Kupferkessel. Das ist Gemischtwaren. Wo ist denn hier das Gasthaus? Der Gasthof. Ja, hier ist er nicht. Ich gehe mal hier rauf. Ist hier der Gasthof? Ich muss mir mal kurz eine Minute aufs Ohr hauen. Carlotta, Valentinas Haus. Irgendwelches anderes Haus. Wo ist denn der Gasthof hier? Verdammter Mist. Haus der Clan-Geborenen, da wollen wir auch nicht hin. Was ist das hier? Tempel, brauchen wir auch nicht. Wobei, vielleicht können die uns da heilen. Ich frage mich mal, ob ich da Heilung kriege. Ich glaube, im Tempel hat man Heilung gekriegt. Willkommen, Kind. Priesterin, ich brauche Heilung. Die Gnade von Kinaret sei mit euch. Wer ist hier für die Heilung zuständig? Die hier? Ihr sucht meinen Gatten Nasem? Nein. Seht ihr am besten im Hinterteil des ich suche Heilung. Kann man hier... Nee, ist auch ein fremdes Bett. Was ist denn los? Kann man mal ganz kurz lesen. Ihr wirkt irgendwie abwesend heute. Okay, hier kriegen wir auch noch keine Heilung. Also ein Bett wäre eigentlich am besten, weil ich will ja eigentlich aufsteigen. Herr im gütigen Himmel. Schau, warte mal, hier waren wir schon. Hier ist aber auch keine. Da oben ist. Ich kenne euch doch. Nein, nein. Mein Herr, habt ihr eine Münze übrig? Okay, ich finde den Gasthof nicht. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Ich suche den Gasthof, du Nase. Warte mal, was ist das hier? Sieht gut aus. Beflaggte Meere. Sehr gut. Kommt herein. Sagt Bescheid, wenn ihr etwas braucht. Oder setzt euch ans Feuer und ich schicke euch jemanden hinüber. Ich brauche ein Bett. Mir gefällt diese Arbeit ja ganz gut. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. So, ich wette, jetzt hat sie mir wieder was. Ich zeige euch euer Zimmer, hier entlang. Okay, zeig mir das Zimmer. Ich bin hier nur für die Getränke. Die andere hat mir nämlich das Zimmer nicht gezeigt. So. Da kann ich mich da nämlich nochmal eine Stunde aufs Ohr hauen und dann erst den Drachen bekämpfen. Ist das hier das Zimmer? Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Ja, super, da höre ich die ganze Zeit das Gejohle und Gegröle von den Leuten da unten. Naja. Eine Stunde soll reichen, oder? PM. Wobei, wir schlafen mal bis zum nächsten Morgen. So. Dass es schon wieder so spät ist, ja? Ich habe mich quasi nur von Flusslauf hierher begeben. Leicht hungrig. Okay, ich bin ausgeruht. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal. Ich dachte, wir können aufsteigen, aber offenbar war das nicht der Fall. Was Text nehme ich denn zu? So. Wir essen noch kurz was und dann... Euch wurde doch bereits gesagt, dass ihr hier nichts zu suchen habt. Also kehrt was denn? Ach so, nee, der hat mich schon wieder nur entdeckt. Alles klar. So, als allererstes gehen wir jetzt mal den Drachen besiegen.
Jetzt müssen wir mal gucken, wo müssen wir genau hin? Hier, genau. Triff Irilet in der Nähe des westlichen Wachturms. Die ganzen Nebenquests machen wir danach, aber ich möchte erst noch hier diese Drachengeschichte hinter mich bringen. So. Ich esse kurz noch was, weil der hat ja gesagt, ich habe Hunger. Okay, sagt er jetzt nichts. Bin ich jetzt satt oder nicht? Jetzt bin ich satt, okay. Satt, ausgeruht, kann eigentlich nichts schief gehen. Und danach müsste ich eigentlich auch schon Stufe 3 sein. Denke ich mal. Da ist der Wachturm, daran kann ich mich auch noch erinnern. Es war kein Drache, es war, glaube ich, nur... Keine Ahnung. Ich speichere mal sicherheitshalber. Speichern. So. Ein Drache weit und breit. Aber es sieht aus, als wäre er hier gewesen. Es sieht schlecht aus. Aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist. Und ob der Drache sich hier noch irgendwo aufhält. Nein, nein. Verteilt euch und sucht nach Überlebenden. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Ich suche nach Überlebenden. Erstmal suche ich aber hier nach hübschen Blümchen. Vielleicht können wir auch was plündern. Ich würde mal sagen, entweder hat hier eine A10 einen Strafing Run gemacht oder es war tatsächlich ein Drache hier. Wer? Wen hat's erwischt? Kynaret, rette uns. Er kommt zurück. Wo denn? Da kommt er. Wo denn? Und lasst jeden Pfeil ins Schwarze treffen. Wo denn? Hier ist kein Drache. Hier drüben. Was zum... Huch, da ist er. Okay. Deckung. Ich lass die erstmal machen. Er ist gelandet. Hinder. Attacke! Einen Drachen mit Flammen zu bekämpfen ist sicherlich eine super Idee. Habe ich ihn ange... Ja, ist ein bisschen angeditscht. Was hat er gesagt? Der Drache quatscht. Da, ja, ja, lande ruhig. Attacke! Habe ich ihn erwischt? Weiß ich nicht. Komm runter, ich hab Flammen für dich. Oh, tut mir leid. Da ist er. Komm, lande. Lande doch mal. Hoppala. Hau, 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 ich brenne. Au, 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 au. Wo ist er? Da. Und Schwanz angezündet. Juhu. Nein. Aua. Stirb. Du Viech. Könnt ihr mal bitte auf den Drachen schießen? Also mein Magiker hält schon wesentlich besser durch. Wie viel Heilung habe ich noch? Wow, wow, wow. Ob ich wohl was essen soll? Ich traue mich gerade nicht an den Drachen ran. Ja, ja, komm, lande. Oh, oh. Hur, hur. Nein, 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 nein. Nein. Nein! Aho! Moment, da müssen wir uns mal ganz kurz heilen. Hier Heilung. Eins, zwei. Feurio! Stirb! Aho! Au! Nein! Aho!
Das ist neu, oder? Moment mal, das war neu. Das war neu. Seit wann machen Drachen sowas? Machen Sachen, Drachen. So, nochmal. Ich muss vorsichtiger sein. Das ist ein ganz fieser kleiner Möb. So. Achso, warte mal. Ich musste erstmal. Ich müsste erstmal zu ihr gehen. Ich muss das erstmal. Ich muss das Event triggern, oder? Oder muss ich es nicht triggern? Kynaret, rette uns. Er kommt zurück. Ja, ich bleib jetzt hier drinne. Könnt ihr alle gerne machen. Lass mich doch nicht nochmal von dem Vieh anzünden. Abgeschlossen. Triff, töte den Drachen. Okay, ich gehe wieder runter. So, jetzt. Platz da. Lass mich da durch. Ich muss den Drachen töten. So. Irilet, töte ihn. Jaha. So. Irilet brennt, glaube ich. Nein, nein, nein. Nein. Glaube, die haben es hinter sich. Ne, die lebt ja immer noch. So, ich bleib mal schön zurück hier. Ich ernte mal noch ein bisschen Zeug hier. Ich glaube, ich lasse die das erstmal machen. Wo ist denn der hin? Drache. Joho! Na! Lass das! Da, er hat ihn! Er hat ihn! Er frisst ihn! Schnell in Deckung. Man darf sich von ihm nicht in den Kopf beißen lassen. Das ist der Trick. Wo ist er denn? Da hinten ist er. Komm, lande! Joho! Am besten hier unters Röckchen. Haben wir ihn erwischt? Ich glaube ja. Ich habe ein bisschen Angst vor ihm. Klein bisschen. Wo ist er denn? Oho! Na! Deckung! War ganz lustig, aber... Moment kurz. Heiltränke hier. Eins, zwei. So. Wo ist er? Ja! Aua! Aua! Aua, hör doch auf zu brennen! Haben wir noch Soldaten? Leben da noch Soldaten? Ja, ja, da schießen noch Soldaten auf ihn. Ja, Rösti! Jetzt hat er schon wieder einen gefuttert. Also ich habe den Verdacht, ich bin im Moment noch ein bisschen schwach für den Drachen. Oh, oh. Bleib bloß in Deckung. Okay, da ist er jetzt gelandet. Da, Was macht er denn da? Ein Tänzchen? Ah! Mann! Blödes Vieh. Dusseliges Vieh. Ist er noch hinter mir her? Nein, nein. Ist alles gut. Moment. Habe ich jetzt Heilung? Heiltrank genommen oder habe ich was anderes gesoffen? Nee, alles gut. Also Magiker ist im Moment nicht das Problem. Lass mich durch. Nein, 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 nein. Schießt mal auf ihn. Schießt mal auf ihn. Boah. Mann! Blödes! Dreckiges Miststück! Ich hatte vergessen, wie viel Vergnügen hier. Okay. Richtig blöd gerade. Lebt noch einer von meinen Verteidigern? Feurio! Deckung. Ich pfeife aus dem allerletzten Loch.
Okay, wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Nein. Nein. Böser Drache. Halt die Kuschen. Daneben. Ha ha. Au, au. Haben wir noch irgendwas zum Heilen? Haben wir noch irgendwas zum Heilen? Gesundheit verstärken, wiederherstellen. Nochmal wiederherstellen. Nochmal wiederherstellen. Und verstärken. So. Boah, was für ein bärstiges Vieh. Rösti! Oh Gott. Ich sehe das im Moment noch nicht so, dass ich den Tod kriege. Ihr seid tapfer. Da hilft nur noch mal eins, speichern. Balladen Hokorom. Balladen Hokorom. Habe ich noch irgendwelche anderen magischen Anwendungen? Warte mal kurz. Zerstörung, Beschwörung. Wiederherstellen hätten wir natürlich. Heilt mich um... warte mal. Okay, das, warte mal. Das machen wir mal in die andere. Ah, guck mal hier. Sehr gut. Heilung, Heilung. So, wo ist er? Der kleine Drache? Ja! Aua! Ja! Oh, Entschuldigung! Heilung! Nein, nein, nein! Nicht, ne? Hat daneben gehapst. Ha! Daneben gehapst. Au! Ich geh nochmal kurz hier rein, ja? Mein Gott. So. Wo ist er? Da ist er. Wartet mal, ich muss mal ganz kurz Magika auftanken. Ich hatte den Kampf gar nicht so schwer in Erinnerung. So. Attacke! Nein! Jetzt hat sie ihn ohne mich getötet. Verdammt gut geschossen. Ja. Krieg jetzt die Drachenseele? Jawohl! Slurp! Sehr gut. Unter Schreien kannst du den Schrei unerbittliche Macht ausrüsten. Genau. So, was hat er denn so dabei? Streiter des Unbehagens. Kreaturen und Personen bis Stufe 5 fliehen für 30 Sekunden aus dem Kampf. Klingt nach einem richtig blöden Zauber. Das nehmen wir mal mit. Können wir verkaufen. Können wir entzaubern. Können wir verkaufen. Wobei Drachenknochen nehmen wir mal mit. Die sind, glaube ich, einiges wert. Wiegen aber auch tonnenweise. Drachenschuppen, Gold, Granatstein, Fellstiefel brauchen wir nicht. Puh. So. Ich hab alles erledigt. Was muss ich jetzt machen? Das war der brenzligste Kampf meines Lebens. Ich fasse es nicht. Ihr seid ein Drachenblut. Ja. Ich weiß nichts über die. Ich bin ein Drachenblut. In den ältesten Legenden, als es noch Drachen im Himmelsrand gab, töten die Drachenbluthelden Drachen, stehlen ihre Kräfte. Das ist es doch, was ihr getan habt, oder? Ihr habt die Kräfte dieses Drachen in euch aufgenommen. Ja, vermutlich habe ich das gemacht. Ich weiß nicht, was mit mir passiert ist. Ich denke, das könntet recht haben. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Versucht, einen Schrei auszustoßen. In alten Legenden zufolge kann nur ein Drachenblut so wie die Drachen selbst schreien, ohne darin unterwiesen worden zu sein. Drachenblut? Okay, dann stoße ich mal einen Schrei aus. Warte mal, ich muss das erstmal ausrüsten. Wie war das bei Magie? Aktive Kräfte, Schreie hier. So, jetzt kann ich das, jetzt können wir das Favorit hinzu. Drachenseele. Warte mal, so. Geschichten über die Drachenblut y zum Brüllen. Achtung. Fuß!
Fuß. Damit kann man Leute in der Gegend herumschubsen. Das, nein, mache ich bei denen jetzt nicht. So, jetzt müsste ich eigentlich in der Lage sein, jetzt müssten wir, glaube ich, zum Jarl zurück und ihm berichten, dass wir ein Drachenblut sind. In der Zwischenzeit können wir noch ein bisschen sagen. Und das wird dann zum, wer sich fragt, was dieses Fuß ist, das wird dann zu dem legendären Fußrodar. Wie gesagt, damit kann man sehr schön Leute in der Gegend rumschmeißen. Ich guck mal ganz kurz, muss ich dafür, ich muss da nach Weißlauf zurück, oder? Erstatte dem Jarl-Bericht, genau, das machen wir jetzt. Und dann können wir ja so ein paar Zwischenquests machen. Okay, das Heilen hätte ich vorher benutzen müssen. Natürlich witzig, dass ich das jetzt erst benutze, aber hey, passt schon. Ich werde aber trotzdem nichts in Heilen reinsetzen. Ich will, wie gesagt, voll in die... ich will reingehen in Zerstörung und Beschwörung. Dafür müsste ich allerdings mal anfangen zu beschwören. Oh, da haben wir nochmal Kartoffeln. Kartoffeln, Kartoffeln. Ja. Ich glaube, das war für mich gerade. Kohl. Kohl, 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 Kohl. Mich irritiert, dass ich noch nichts kochen kann. Weil die ganze Zeit hier Sachen zu kaufen ist natürlich ein bisschen schlecht. Okay, sei es drum. Ich kann mich ja jetzt heilen. Konnte ich vorher schon, ich habe es nur verplant. Heile, heile, Segen. So, Waffen weg. Da haben wir auch nochmal was zum Mitnehmen. Fünf. Jawohl. So, jetzt werden sie mich feiern. Ihr da. Wir suchen jemanden in Weißlauf und bezahlen gutes Geld für Informationen. Bin ich die Auskunft? Eine Frau. Eine Fremde in diesem Land. Rotwardone. Wie wir. Sie benutzt wahrscheinlich nicht ihren echten Namen. Wir bezahlen für jegliche Informationen über ihren Aufenthaltsort. Wir sind hier in Weißlauf nicht willkommen. Ihr findet uns in Rorikstad, wenn ihr etwas erfahren solltet. Okay, machen wir mal. Wen sucht ihr nochmal? Wir suchen nach einer Flüchtigen aus Hammerfell. Eine Rotwardone. Sie könnte irgendwo in dieser Stadt sein. Das geht euch nichts an. Ihr müsst nur wissen, dass wir für Informationen bezahlen. Wenn ihr nicht interessiert seid, könnt ihr gehen. So, also wir suchen eine Rotwardonin hier drinne. Keine Ahnung, wie so ein Rotwardone aussieht. Ich hätte jetzt gesagt rot, aber Grapsch. Ich arbeite für Beletor im Gemischtwarenladen. Ist okay. Ich sammle hier ganz kurz nur eure Blumen ein. So, aber jetzt müsste ich wahrscheinlich aufsteigen, oder? Wenn ich jetzt hier den Quest mit dem Drachen abgebe. Können wir nochmal... warte mal, wo konnte ich mich schlafen legen? War das im Tempel? Ach nee, das war im Gasthaus. Ich hoffe, das Bett gilt immer noch. Ich habe ja immerhin bezahlt dafür. Warum geht das hier nicht rein? Weil ich zu schnell rangelaufen bin. So, Herr Jarl. Ich hab den Drachen erschlagen. Naja, eigentlich habe ich nur zugesehen. Ihr seid endlich hier. Also... Was ist beim Wachturm passiert? War der Drache dort? Der Wachturm wurde zerstört, aber wir haben den Drachen getötet. Erstmal den Arroganten raushängen lassen hier. Darüber besteht kein Zweifel. Es war wahrlich eine Großtat. Ihr habt euch einen Ehrenplatz unter den Helden von Weißlauf verdient. Aber es muss mehr dahinter stecken. Ist vielleicht etwas Merkwürdiges passiert, als der Drache starb? Ich kann dich jetzt umbrüllen, wenn du das meinst. Drachenblut?
Was wisst ihr schon von den Drachenbluthelden? Also ist es wahr. Die Graubärter haben euch tatsächlich herbeigerufen. Meister des Weges der Stimme. Sie leben zurückgezogen hoch oben auf den Hängen des Halses der Welt. Es heißt, das Drachenblut verfüge über eine einzigartige Begabung im Umgang mit der Stimme. Der Fähigkeit, eure Lebensessenz in einem Tuum oder Schrei zu konzentrieren. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, können sie euch beibringen, eure Gabe richtig einzusetzen. Ihr habt den Ruf gehört. Was sollte es sonst sein? Moment mal, ich bin aber noch nicht fertig, oder? Ihr habt mir und meiner Stadt einen großen Dienst erwiesen, Drachenblut. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Weißlauf. Dies ist die größte Ehre, die ich zu gewähren imstande bin. Ich teile euch Lydia als persönlichen Huskarl zu und überlasse euch diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Ich werde auch meine Wachen von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen nicht denken, dass ihr zum gemeinen Pöbel gehört. Es ist uns eine Ehre, euch als Tane unserer Stadt zu haben, Drachenblut. Habt ihr denn nicht dieses donnernde Geräusch gehört, als ihr nach Weißlauf zurückgekommen seid? Nee. Das war die Stimme der Graubärte, die euch nach Hochotka gerufen hat. Ja. Also, die Graubärte haben uns gerufen, weil wir sind ja jetzt ein Drachenblut. Jetzt können wir allerdings hier mal anfangen, glaube ich, unsere die ersten Sachen auseinanderzunehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf Entzaubern gehe, kann ich die Axt von Weißlauf auseinandernehmen. Verursacht 10 Punkte Magieschaden, weil eine Axt brauche ich auf keinen Fall. Das heißt, ich kann sie entzaubern, lernen. Ich glaube, lernen muss ich da. Erfordert Gegenstand verzaubern, Seelenschein. Das habe ich doch an teilweise, oder? Das sollte ich vielleicht nicht entzaubern. Pelzstiefel der Blitzresistenz. Also hier verursacht 10 Punkte Magieschaden. Können wir eigentlich mal auseinandernehmen. Ja, mach mal kaputt. So. Pelzstiefel der Blitz. Du hast die Magie erlernt, indem du den Gegenstand zerstört hast. Okay. Pelzstiefel der Blitzresistenz können wir auch mal lernen hier. Komm, tschack. So, das behalten wir mal, weil wir das haben wir gerade an. So, und jetzt könnten wir. Ja. Jetzt könnten wir sagen, okay, ich verzauber die Holzfäller-Axt. Und sage, verzaubern. Achso, jetzt könnte ich da sagen, warte mal, wie verzauber ich die denn? Wie ging denn das? Das ist so lange her. Verzaubern, Magieschaden. Genau, jetzt könnte ich da Magieschaden, aber das machen wir nicht, weil... Ja, Verzauberung abbrechen. Weil der Holzfäller-Axt mit Magieschaden bringt relativ wenig. So, können wir jetzt hier noch... Gesundheit verstärken. Das reicht doch aber nicht, oder? Nee. So, okay, das haben wir. Ja, jetzt sollen wir ja eigentlich die Graubärte aufsuchen. Die haben uns ja zu sich gerufen, weil wir jetzt halt das große Drachenblut sind. Der Jarl hat mich zu eurem Huskarl ernannt. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Du bist also Karl, alles klar. Der Jarl hat euch als Person ausgezeichnet, die im Fürstentum große Bedeutung innehat. Als Helden. Der Titel des Tane ist eine Ehre, ein Geschenk in Anerkennung eurer Dienste. Wachen werden bei euch ein Auge zudrücken, wenn ihr ihnen sagt, wer ihr seid. Ja, krieg aber trotzdem kein Geld dafür, Sauerei. Ihr seid mein Tane, also bin ich euch zu Dienst verpflichtet. Ich werde euch und alles, was euch gehört, mit meinem Leben schützen. Das finde ich sehr gut. Folge mir, ich brauche eure Geht Hilfe. Voran. So, jetzt können wir nämlich Lydia, die können wir jetzt nämlich als Off-Tank missbrauchen. Die müsste uns jetzt begleiten, ja. Okay, das heißt, wir haben jetzt unseren ersten Begleiter. Ich gucke mal ganz kurz nach bei Objekte. Jetzt habe ich natürlich Waffen. Die Streitaxt des Unbehagens, die könnten wir mal verkaufen. Wir könnten einige Sachen verkaufen. Und dann machen wir erstmal ein paar Nebenquests, weil... Der Hauptquest, das wird natürlich alles nicht leichter. Mein Herr, habt ihr eine Münze übrig?
Ihr sucht mein einziges Gold. Da hast du. Jetzt verzopf dich. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Ja. Brenuin? Brenuin hat gesagt, dass ich das machen soll. Wer ist Brenuin? Ist der Einzige, der nett zu mir war seit Mama, seit sie gestorben ist. Meine Tante und mein Onkel haben unseren Hof übernommen und mich rausgeschmissen. Sie haben gesagt, dass ich zu nichts nütze bin. Und jetzt bin ich hier. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich vermisse meine Mama so sehr. Ich glaube, da müssen wir mal den Hof säubern und ihr den Hof wiedergeben. Ich könnte dich adoptieren. Was habe ich denn davon? Wirklich? Habt ihr ein Zuhause, wo ich wohnen kann? Nein. Ah, gut. Trotzdem vielen Dank. Seid ihr verheiratet? Okay, also ich... So seht ihr auch aus. Behandelt eure Frau immer mit dem nötigen Respekt. Dachma, was ist mit euch los? Okay, wir können also ein Kind adoptieren. Das ist, scheint mir auch neu, wenn wir ein Haus haben. Aber wir haben noch kein Haus. Die Männer sind doch alle gleich. Ja. Ja, das hast du vollkommen recht. Männer sind alle gleich. Die pflücken alle Blumen im Schlossgarten. Nein, keine Ahnung wo. So. Jetzt gehen wir erstmal nochmal verkaufen. Habt ihr die Preise erhöht, Carlotta? Das musste ich. Die Bauern verlangen das Doppelte für das Obst und Gemüse, das ich verkaufe. Ja, hier mal ganz kurz verkaufen gehen im Kupferkessel. Eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ihr seht etwas blass aus. Dann seid ihr also ein Alchemist. So, warte mal, was habe ich denn zu verkaufen? Zaubertränke, gut, schwaches Gift der Erzürnung, komm. Weg damit. Zaubertrank der Ringe Ausdauer, behalten wir. Magika, Zauber der Stärke, weg damit. Wasseratmung, Frostresistenz, Gesundheit verstärken, behalten wir. Schwache Gift, weg damit. Ich muss ein bisschen Geld auftreiben. 595 habe ich, okay. Essen behalten wir tunlichst. Zutaten behalten wir auch tunlichst. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit wiederkommen. Ich brauche kein Heilmittel. Ich brauche... Warte mal, man könnte bei ihr natürlich Heiltränke kaufen. Ne? Bitte, ich habe mehrere. Aber ich kann mich auch selber heilen. Ich heil mich lieber selber. Sag mal, Mädel, warum ist die Tür zu? Jetzt, da komme ich wieder raus. Okay. So, ich habe aber noch was ich verkaufen kann. Hier beim Gerümpelmann. Im Gemischtwarenladen. Lasst es nicht wissen, wenn euch etwas gefällt. Alles steht zum Alles. Wenn ich eine Schwester hätte, würde... Liegt das nicht auf der Hand? Das herrliche Wetter und die gastfreundlichen Menschen natürlich. Ganz zu schweigen von meiner großen Schwäche für Drachen und kleinliche politische Grabenkämpfe. Witzbold. Aber die größte Attraktion dieses gefrorenen Ödlands besteht ohne Zweifel in der Flut dümmlicher Fragen, mit denen ich regelmäßig überschwemmt werde. Hast du mich gerade gedisst? Möge dein Gegröße. Für mich sind es Schätze. So. Waffen. Wir brauchen die doofe Streitaxt. Brauchen wir nicht. Die Angel- und die Holzfäller-Axt behalte ich mal. Kleidung. Amulett von Ständer. Blocken mit dem Schild absorbiert. Jetzt habe ich das Schild ja schon abgelegt. Ich behalte das Schild mal und das Amulett behalten wir auch mal. Aber die Rüstung kann weg. Pop. So. Und die Waffenrüstung kann auch weg. Zaubertränke, Essen, Zutaten, Bücher... Kopfgeld, Angelkarte, Weißlauf, die kann ehrlich gesagt weg. Sonstiges. Drachenknochen, das sollten wir behalten. Ja, damit wären wir erstmal fertig. Bitte kommt wieder. So. Ich würde euch sogar einen eurer Verwandten. Was will er? Meinen Verwandten abkaufen? Das nehmen wir mit. So, jetzt machen wir erstmal so ein paar Nebenquests. In der Hoffnung dann natürlich, wobei, haben wir jetzt die nötige Fähigkeit, um aufzusteigen? Ich bin mir nicht sicher. Stufe 2 von... Wo sieht man, ob man jetzt final aufsteigen kann? Ich arbeite für Beletor im Gemischtwarenladen. Naja, wir machen erstmal noch eine Nebenquest, komm. Wartet. So, dann müssen wir erstmal gucken, welcher denn hier in der Nähe ist. Ich glaube, der Räuberhauptmann war hier in der Nähe. Und zwar hätten wir da den Räuberhauptmann. Was haben wir da? Der westliche Wachturm. Achso, da waren wir ja sowieso schon. Was ist da? Honigbrauerei, Pelagierhof. Die Stelle,
Tundra. Gut. Ich würde mal sagen, dass hier der. Nein, nein. Hier, da sollst du hin. Ja, so. Da wollen wir hin. Und da machen wir erstmal die Banditen platt, indem wir uns zu Tode stürzen. So, das war ja hier, warte mal, wie hieß der Quest? Der Quest hieß, das war das mit den Banditen, ne? Kampf der Champions, finde die Rotwardonen, vermisster Händler, Knochen, war das bei Verschiedenes? Töte den Banditenanführer, das war das hier, töte den Banditenanführer, okay. Warte mal, wo muss ich denn... Ah, war richtig, okay. So, und wenn wir jetzt eine Leiche finden, muss ich mal langsam mal das mit dem Zombies ausprobieren. Weil, das habe ich bisher sträflich vernachlässigt. Wer ein Beschwörer werden will, der muss natürlich auch die Zombies trainieren. Was ist das da für ein Feuer? Oh, das sind Riesen. Oh, da mache ich erstmal einen Bogen drumherum. Das, ja, da lassen wir erstmal die Finger von. So. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon in der Lage bin. Oh, ich habe schon viel zu lange aufgenommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.